So, jetzt hören wir hier noch einen aus, weiß ich nicht, das ist Belgien, oder? Mit der Akrapovic-Abgasanlage auf dem 140. Was hier schon mal gleich auffällt, gefällt mir. Die Blenden, die sehen echt schön aus. Aber es kommt mir so vor, als ob die ein bisschen zu weit nach unten hängt. Kann mir aber nur auch nur so. Kann sein, dass ich mir das nur einbilde, aber. Schreibt mal in die Kommentare, ob der zu weit nach unten hängt. Also sie hätten ihn ein bisschen höher setzen müssen. Naja. Also Akrapovic-Abgasanlage. Was denn, ist ja braunes Leder drin, oder was? Habe ich so noch nicht gesehen. Stabil ist jetzt, glaube ich, offen oder so. Okay, das ist Klappe offen. Der hat definitiv keine Cuts mehr. Was heißt Cut? Vor- und Mittelschalldämpfer. Heftig. Aber eindeutig viel zu teuer, die Abgasanlage. Ich meine, zahlst du so viel Geld und ist zu teuer. Preis-Leistung stimmt da überhaupt nicht. Also schöner Sound, echt heftig, brutal wirklich. Aber ja, Freunde, ich meine, Preis-Leistung sollte da auch immer stimmen. Ihr zahlt für die Abgasanlage zwischen 3 und 5.000. Es ist einfach zu viel. Da gibt es auf jeden Fall günstigere Alternativen. Und, ne. Ne.